4 Glasflächen, bestehend aus dem vorderen Panoramaglasdach, der Frontscheibe und den Dreiecksscheiben, bieten hervorragenden Rundumblick. Diesen weitläufigen Panoramablick können selbst die Frontpassagiere genießen. Im zentralen Blickfeld des Fahrers befindet sich ein konfigurierbares TFT-Display sowie, je nach Ausstattung, ein Head-Up-Display. Die Mittelkonsole überspannt den Fahrgastraum wie eine Brücke. Diese Konsole trägt unter anderem den großen 8,7 Zoll Hochformat-Kapazitivbildschirm und den Schalthebel. Die Beleuchtung der Konsole ist an den jeweils gewählten Fahrmodus angepasst. Im neuen Renault Espace bieten die neu geformten Vordersitze mit großen Kopfstützen höchsten Reisekomfort. Je nach Ausstattung sind diese Sitze manuell oder elektrisch verstellbar. Über diesen Schalter hat der Fahrer direkten Zugriff auf das Menü Sitze im Multifunktionsdisplay. Die Sitzheizung wird mit Tasten an der Mittelkonsole eingeschaltet. Bei eingeschalteter Zündung ist der entsprechende Schalter zu drücken. Die Kontrolllampe im Schalter leuchtet auf. Ein zweiter Druck erhöht die Temperatur. Der nächste Tastendruck schaltet die Sitzheizung aus. Das System regelt die Heizleistung automatisch und schaltet sie nötigenfalls aus. Die Massagefunktion ist per Multifunktionsdisplay einstellbar. Zu wählen ist Fahrer- oder Beifahrersitz, Massageart, Intensität und Massagegeschwindigkeit. Fahrer- und Beifahrersitz verfügen über eine Easy Access-Funktion. Dabei fahren die Sitze beim Aussteigen zurück, um den späteren Einstieg zu erleichtern. Sobald die Start-Stopp-Taste gedrückt wird, fahren die Sitze wieder in ihre ursprüngliche Position. Es ist sogar möglich, dass der Fahrer den Sitz des Beifahrers aus Höflichkeit mit Tasten am eigenen Sitz einstellt. Diese Funktion kann über das Multifunktionsdisplay ein- bzw. ausgeschaltet werden. Selbstverständlich können die Positionen der Vordersitze und der Außenspiegel gespeichert werden. Nach Anlassen des Motors ist zuerst die gewünschte Sitzposition einzustellen. Dann ist der Fahrstufenhebel auf D zu stellen und die Außenspiegel sind für die Vorwärtsfahrt einzustellen. Danach ist in den Rückwärtsgang zu schalten, um die Spiegel für die Rückwärtsfahrt einzustellen. Die Speicherung der Position erfolgt über das Multifunktionsdisplay. Bis zu 6 unterschiedliche Profile können gespeichert werden. Die gespeicherten Sitzpositionen können nur bei stehendem Fahrzeug abgerufen werden. Ebenso selbstverständlich ist es, das Lenkrad in axialer und vertikaler Ebene zu verstellen, um einen perfekten Abstand herzustellen. Im elektrochromen Innenspiegel integriert sind die Warnleuchten Sicherheitsgurt nicht angelegt und Beifahrer-Airbag ein- bzw. ausgeschaltet. Die im Bordcomputer angezeigten Informationen sowie das Radio und das Navigationssystem sind mit Tasten am Lenkrad steuerbar.